So, da hätten wir das gute Stück. Ein 24er Kasten mit verschiedenen Flaschen. Da nehmen wir jetzt uns die Nummer 1 raus. Es handelt sich um das Schönbuch Naturtrüb. Und das wird jetzt mal verkostet. So, da hätten wir das gute Stück im Glas. Es handelt sich um ein wirklich ja, schönes, hell bis goldgelbes, gleichmäßiges, trübes Bier. Also es gibt keine groben Partikel drin oder so. Es ist eine sehr schöne, angenehme, helle Trübung. Es ist nicht komplett undurchsichtig wie jetzt ein Hefeweizen, aber doch trotzdem ordentlich trüb. An sich schön, auch eine schöne Perlung, ein schöner Schaum. Geruchlich finde ich, dass man die Hefetrübung merkt. Es ist zuerst mal ziemlich malzig süß, leicht fruchtig, aber auch sehr dominant hefig im Sinne von ja, fast schon ein bisschen brotig will ich nicht sagen, das ist immer so ein negativ belegter Begriff, Verzeihung, obwohl ich es gar nicht negativ meine. Ganz gar nicht, ganz im Gegenteil sogar. Ich nenne es mal teigig, aber Naschkatzenart teigig, so teigig, dass es zu Weihnachten passt. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ja, doch. Probieren wir es mal. Am Anfang ist es sehr angenehm, mild und es ist jetzt im Großen und Ganzen ist ein sehr rundes Bier, muss ich ganz ehrlich sagen. Weich, hat so eine geile Textur. Da kommt jetzt auch wieder diese, ich nenne es gerade schon Teigigkeit, das kommt da auch dezent durch und auch geschmacklich ist es halt auch dominiert von diesem ja, hefigen, also die haben eine sehr leckere Haushefe, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kenne hefetrübe Biere, die sind leicht muffig oder sonst was. Hier kommt jetzt auch keine starke, eine sehr starke Fruchtigkeit oder sowas durch. Nee, es ist so eine ganz eigene Sache. Wie gesagt, diese Teigigkeit, diese Teigigkeit, leicht malzig. Und hinten raus wird es dann tatsächlich sogar nochmal bitter. Wo ich jetzt nicht sagen kann, ist es wirklich eine Hopfenbittere oder ist es vielleicht auch von der Hefe her eine Hefebittere. Es ist aber nicht unangenehm, obwohl die Bittere sogar tatsächlich leicht pelzig wirkt. Dadurch, dass es hinten raus dann auch nochmal ziemlich süß bleibt, ist es doch im Großen und Ganzen ziemlich ausgewogen. Süffiges Ding. Ich mag das eigentlich von A bis Z sehr gern. Eine total geile Sache, die auch tatsächlich in die Zeit passt, auch wenn ich das ganze Jahr durchtrinken könnte. Einwandfreies Bier. Geil. Ich bin zwar eher Fan im Großen und Ganzen von gut abgelagerten Bieren, obwohl das kann man so eigentlich auch nicht sagen. Es gibt auch sehr viele gute trübe Biere. Das ist auf jeden Fall mit eins der besten, meiner Meinung nach. Geile Sache. Probiert selber mal und dann bis morgen zum zweiten Advent, Freunde.